Hallo, heute zeige ich euch mal meine Hygieneroutine, die ich so zum Fimo-Arbeiten an den Tag lege. Und dazu gibt es dann auch noch das angefragte Tutorial zu meinen Schaumküssen. So, fangen wir mal erst mit dem Saubermachen an. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ihr seht, die Unterlage ist sehr verdatscht und dreckig und fusselig. Da gehe ich dann zuerst mit so einem feuchten Tuch drüber. Das ist jetzt, glaube ich, vom Aldi oder so. So, also zuerst mit dem Tuch. Da ist auch am besten, wenn ihr immer nur in eine Richtung streicht, sonst verteilt man es nur noch mehr. Natürlich ganz gut, wenn man eine relativ glatte Oberfläche hat. Da bleiben dann die ganzen Fussel und der Dreck nicht so gut drin hängen. Da sollte man schon drauf achten. Auch wenn die Platte irgendwann zu verschnitten ist, dann hat man ja lauter kleine Schnitte drin. Da setzt sich auch einiges ab. Das müsste man dann halt ab und zu mal austauschen. Deswegen benutze ich hier so ein Seht für eigentlich den Frühstückstisch. Das kostet nicht die Welt und das kann ich dann austauschen, wann ich will. Und es hat halt ein ganz geeignetes Material. So, wenn ich das gemacht habe, muss ich ein bisschen warten, damit das einigermaßen trocknet. Und danach gehe ich dann noch mit hier so einer handelsüblichen Fusselrolle drüber. Ja. Da kann man ja immer wieder die Blätter abziehen, wenn sie dreckig sind, und ein neues benutzen. So, und damit gehe ich jetzt erstmal über meine Hände. Ich benutze ja auch immer Handschuhe, das ist ganz wichtig, finde ich. Da muss man sich auch später nicht mehr um Fingerabdrücke kümmern. Und vor allem, wenn man in der Handfläche drin rollt, ist das ja meistens voller Fussel nachher, und wenn man Handschuhe anhat, ist es an jeder Stelle gleich. So, ich jetzt mal die Finger und auch zwischen den Fingern, weil ich das auch öfters dort mal knete und auf den Kuppen. Und dann gehe ich hier über meine Arbeitsfläche. Mal mit ein bisschen mehr Gewalt. So, und dann ist die Unterlage bereit. Grundsätzlich arbeite ich dann auch von hell nach dunkel. Bei den Schaumküssen mache ich das ja sowieso. Und ja, jedes Mal, wenn ich die Farbe wechsle, wechsle ich eigentlich auch die Handschuhe. Also man muss die ja dann nicht unnötig schnell verbrauchen. Dann kann man sich ja hier auf den Rücken, da schreibe ich mir dann meistens W für Weiß hin. Und dann kann ich die nochmal einsetzen. Mit der Fusselrolle kann ich sie danach ja immer wieder entfusseln. Und wenn da schon vorher weiße Farbpartikel dran sind, ist das ja für das weiße Fimo nicht schlecht. Jo, okay, gut. Das war es erstmal mit der Hygieneroutine. Vielleicht fällt mir im Laufe des Videos nochmal irgendwas dazu ein. Dann fangen wir danach direkt mit den Schaumküsschen an.